Hallo und herzlich willkommen heute am Börsenmittwoch, ja, zu Neuigkeiten aus dem Handelssaal von der Börse. Ja, wir haben ja gestern Abend gewartet auf Jerome Powell, den Chef der Federal Reserve in den Vereinigten Staaten. Er hat ja gestern dann vom Bankenausschuss gesprochen und da wollte man ja ungefähr mal raushören, wie es da aussieht mit der geldpolitischen Strategie. Ja, und das, was er gesagt hat, ja, das war eigentlich nicht unbedingt das, was die Aktionäre, die Investoren hören wollten. Denn die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten sind besser als erwartet und das gibt Jerome Powell natürlich jetzt den Spielraum, tatsächlich seine Zinsen auch weiter zu erhöhen und zwar nicht nur um 25 sogar, sondern um 50 Basispunkte. Termin ist ja hier der 22. März. Ja, man hat wohl Handlungsdruck bei der Federal Reserve, aber das sehen wir ja hier bei unserer EZB natürlich letztlich auch. Man hat ein Inflationsziel von 2% und da liegt man natürlich weit drüber. Wir bei 8,5%, die Amerikaner bei über 6%. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es da aus? Ich meine, wir haben da natürlich noch keine zügige Entspannung gesehen in den Vereinigten Staaten, obwohl ja hier die Zinsen wesentlich höher sind als bei uns in der Eurozone. Ja, und diese Zügigkeit, der will man jetzt wohl anscheinend ein bisschen nachhelfen, durch halt eben direkt mal einen größeren Zinsschritt. Aber wann die Zinsschritte zu Ende sein werden, beziehungsweise wie viel Zinsen es in diesem Jahr dann noch gibt, ja, das bleibt nach wie vor offen. Bis dato war man immer davon ausgegangen, dass in Amerika die Zinsen bei 5,1% dann ihren Höhepunkt erreicht haben könnten. Das könnte allerdings auch mehr sein, nämlich jetzt bei 5,5%. Also da geht man sogar noch einen Schritt weiter. Ja, das hat gestern zumindest mal für Abschläge gesorgt. Der Dow Jones ja minus 1,8%. Und auch unser DAX hat dann nochmal verloren, 0,6% auf 15.559, obwohl wir ja gestern dann schon einen neuen Rekord hergestellt hatten bei 15.706. Ja, heute treten wir ein wenig auf der Stelle, lag aber auch daran, dass die asiatischen Vorgaben gemischt waren. Der Hang Seng über 2% im Minus, der Shanghai Composite 0,5% im Minus, nur der Nikkei hat sich mit 0,5% im Plus dann noch retten können. Aber ich muss sagen, dafür sind wir heute stabil. Das heißt, wir treten zwar auf der Stelle, es gibt keine großartigen Aufschläge nach oben, aber halt eben auch keine großartigen Aufschläge nach unten. Und das wäre zumindest mal etwas gewesen, woran ich so gedacht hätte nach der Ansprache von Jerome Powell gestern und nach den großen Verlusten in Amerika oder gar in Asien. Da hält sich der Markt allerdings zur Mittagszeit jetzt hier an der Börse doch noch relativ gut. Ja, wir hatten heute jede Menge Zahlen, muss man dazu sagen. Brenntag, Adidas, Symrise und auch Continental. Die stehen da ganz, ganz weit vorne. Ja, schauen wir mal drauf. Continental heute mit einer der Top-Gewinner. Betriebsergebnis war in Ordnung. Damit konnten die Analysten besser leben als. Aber die Dividende wird hier auch gekürzt auf nur noch 1,50 Euro. Das ist überraschend, muss man sagen. Aber wie gesagt, auch Conti muss natürlich zuschauen, dass man durch das schwierige Jahr 2023 durchkommt. Ja, bei Symrise, da war es die Marge, die gestört hat, die meisten Analysten. Und dass die Dividende auch nur um 3 Cent nach oben angehoben wird, nämlich auf 1,05 Euro. Zudem gibt es momentan von der EU hier gerade in Bezug auf die Duft- und Aromenhersteller, und da ist Symrise nicht alleine, noch gibt es noch Vorwürfe der Preisabsprachen. Also da könnte durchaus noch ein bisschen was auf das Unternehmen zukommen. Da hatten wir Adidas, gut, die vorläufigen Zahlen, die haben wir ja schon gehabt. Die endgültigen sind natürlich auch nicht besser, die Jahreszahlen. Thema Inflation drückt natürlich Konsum, Kaufzurückhaltung, klar. Dann halt eben der Malus in China, wo man lange nicht so viel verkauft hat, wie man das gerne hätte. Und dann halt eben auch noch das Thema Kanye West mit seiner Modebranche oder seiner Modesparte von Adidas Yeezy, die ja man komplett aufgekündigt hat und hier dementsprechend auch noch Umsatzeinbußen zu befürchten hat. Also Q4 für Adidas mit einem Verlust von 482 Millionen Euro. Und die Dividende, die mal bei 3,30 Euro stand, die wird massiv
zusammengekürzt auf nur noch 70 Cent. Ja, da hat Björn Gulden noch einiges vor, der neue Vorstandsvorsitzende. Aber er betont ja auch immer wieder, dass das Jahr 2023 ein Übergangsjahr ist. Klar, er ist ja gerade erst als neuer Chef angetreten und muss jetzt halt eben zuschauen, dass er Adidas wieder auf Kurs bekommt. Aber wenn er das wirklich so gut macht, wie er es bei Puma geschafft hat, dann sehe ich hier tatsächlich kein Problem darin, dass ab 2024, heißt also dieses Jahr, müssen wir da noch ein bisschen abwarten und aushalten, dass ab 2024 die Zahlen dann halt eben auch bei Adidas wieder wesentlich besser werden. Ja, dazu haben wir noch weiter unter den Top-Verlierern heute die Vonovia-Aktie. Die kam ja gestern auch schon unter Druck. Da hat man ja Besuch von der Staatsanwaltschaft bekommen. Da wurden ja Büroräumlichkeiten durchsucht. Und da geht es um den Verdacht der Korruption. Heißt also im Prinzip, dass hier halt eben Aufträge in Bezug auf Handwerker nur in gewisse Richtungen gestreut worden sein sollen. Aber wie gesagt, das nur ein Vorwurf der ganzen Sache, wird man sicherlich staatsanwaltschaftlich noch auf den Grund gehen. Aber die Aktie, wie gesagt, geht heute dementsprechend weiter runter. Das haben wir ja gestern dann auch schon beobachten und betrachten können. Ja, gestern war es der Bankenausschuss. Heute Abend spricht Jerome Powell nochmal von dem Finanzausschuss. Da müssen wir mal abwarten. Und am Freitag gibt es ja dann noch die US-Arbeitsmarktdaten. Auf die wird natürlich auch der Chef der Federal Reserve ganz genau hinschauen, weil er ja, wie gesagt, am 22. März einen neuen Zinsschritt natürlich nochmal auf die aktuellen Zinsen drauflegen wird. Wie gesagt, die Frage ist jetzt nur, wie hoch er tatsächlich ausfällt. Werden es 25, werden es 50 Basispunkte sein. Der Markt geht mittlerweile davon aus, dass es tatsächlich 50 Basispunkte sind. Das war im Januar noch anders. Da hatte man hier noch eher mit einer Kommodenanhebung von 25 Basispunkten gerechnet. Also das Thema Zinsen, Inflation wird uns auch sicherlich noch in diesem Jahr ganz klar weiter begleiten. Wir sehen uns dementsprechend am Montag wieder, wenn Sie dann meinen Wochenüberblick bekommen und dementsprechend dann informiert werden, was alles auf der Börsenagenda steht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten und einen erfolgreichen Handelstag.